Es wurde für die Theaterwissenschaft nur alle 5 Jahre immatrikuliert. Das heißt, wir hatten immer ein erstes und ein fünftes Studienjahr und insgesamt 24 Erstfächler. Wenn wir zu den ML-Vorlesungen mussten, die waren im Audimax, da waren 500. Das war was anderes. Und zu den Havemann-Vorlesungen, da saßen sie natürlich alle auf den Treppen, ich auch. Wir hatten sehr unorthodoxe Themen bei uns. Also wir haben weiß ich nicht, von Sartre und Kierkegaard und UNESCO, das ganze absurde Drama oder so, das haben wir gemacht, das spätbürgerliche Drama. Also wir haben wenig Sozialistisches gemacht. Ich weiß, dass ich mal irgendwie eine besondere Bescheinigung brauchte, weil ich toller lesen wollte. Also es war schon sehr absurd, aber nicht bei uns im Institut. Alles, was wir hatten, konnten wir ausleihen und lesen. Und es war halt immer nur ein Exemplar da, also man musste sehen, wie man da rankam. Aber in unserem Institut gab es solche Beschränkungen nicht, im Gegenteil. Wir wurden eigentlich immer angehalten, nun was richtig zu lesen, und habe schon was mitgenommen. Ich habe sogar aus den ML-Veranstaltungen was mitgenommen, weil wir hatten da einen Dozenten, der sich später umgebracht hat, Kühne hieß der, und das war ein toller Mann. Also wenn man jetzt nicht gerade den, ich weiß nicht, da gab es die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung oder sowas, oder naja, so die gängigen Dinge, wenn ich die mal weglasse und sage, da gab es Leute, die wie diesen Kühne, die uns durchaus philosophische Fragestellungen nahegebracht haben und ganz enttäuscht waren, wenn wir aus Faulheit irgendwie irgendeinen anderen Kram da machten, dann konnte man selbst da was lernen. Und außerdem blieb einem ja ganz viel selbst überlassen, was man aus diesem Studium machte. Und besonders bei uns, die wir ja so unkontrolliert waren da unterm Dach und doch ziemlich frei in dem, was wir gemacht haben. Ich habe zum Beispiel meine Semesterarbeit geschrieben über Hochhuts Stellvertreter, der damals gerade war, also Pressestimmen zu Hochhuts Stellvertreter. Da bin ich ins Institut für Zeitgeschichte gegangen und habe das gelesen. Und meine Diplomarbeit, woran Sie sehen, dass ich ein bisschen fauler Mensch war in solchen Dingen, habe ich über Peter Weiß, den Marat, geschrieben. Also ich habe mir immer irgendwas gesucht, wo es nicht allzu viel Sekundärliteratur gab. Und das waren aber alles Themen, die vom Institut entweder angeboten oder toleriert wurden. Und das waren ja nun keine sozialistischen Themen. Wir waren begeistert von Besson natürlich und so. Aber, und ich glaube auch, dass der Reiz des Theaters im Osten ja daran lag, dass da Botschaften transportiert werden konnten, was woanders gar nicht ging. Also woanders in der Literatur zum Beispiel hakte die Zensur ja viel früher ein, aber an so einem Abend, wo da oben lebendige Schauspieler sind und da unten ein lebendiges Publikum, da konnten ja irgendwie durch kleine Textbewegungen oder Anspielungen ganze Gedanken in Bewegung gesetzt werden, und das hat ja auch funktioniert.